In meinem Buchempfehlungsvideo zur spanischen Grippe durfte sie bei der Aufzählung der sich ähnlich verheerend ereigneten Pandemien natürlich nicht fehlen. Keine andere Krankheit prägte so nachhaltig die Kunst, Literatur und das gesellschaftliche Denken der damals überlebenden Menschen. Und ihr Name ruft wahrscheinlich in den meisten von uns Bilder von Ratten und deren Flöhe, dunklen Flecken auf der Haut und Ärzten mit komischen Masken hervor. Die Rede ist von der Pest, welche heutzutage und spezifisch für den Zeitraum von 1346 bis 1353 auch als Schwarzer Tod bekannt ist. Damit Sally, servus und seid gegrüßt zur Buchempfehlung des historischen Romans »Die letzte Stunde«, welcher von Minette Walters geschrieben und in deutscher Sprache im Heine Verlag veröffentlicht wurde. In den folgenden Minuten erfahrt ihr wie gewohnt, um was es in dem Buch geht und welche Eigenschaften es zu einer Empfehlung machen. Dazu habe ich auch wieder ein paar interessante und wissenswerte Fakten mit eingebaut. Also lehnt euch zurück und gebt dem Video schon mal einen Daumen nach oben, denn nach dem Intro geht's los. Die Geschichtsschreiber notieren, dass zu Beginn des Sommermonats Juli im Jahre des Herrn 1348 die Pest das südenglische Festland erreicht. Mit einer erschreckenden Geschwindigkeit breitet sie sich aus und entvölkert erbarmungslos ganze Landstriche. Die Menschen wissen dieser Seuche nichts entgegenzusetzen und erdulden sie schnell als eine gerechte Strafe Gottes für ihre Sünden. Außer Lady Anne aus der Grafschaft Dorsetshire. Diese reagiert besonnen und isoliert sich mit ihren Leibeigenen in der Wasserburg von Devilish. Niemand darf diese von nun an mehr verlassen oder geschweige denn sie betreten. Diese Maßnahme betrifft sogar auch Lady Annes Ehemann, welcher mit seinem Gefolge von einer Reise zurückkehrt. Es dauert nicht lange, bis sich die Veränderungen des Lebens in der Burg während dieser Ausnahmesituation bemerkbar machen. Es stellt sich die Frage, welchen Wert Stände und Ränge haben, wenn es um nichts anderes geht, als zu überleben. In den kommenden Wochen werden die isoliert lebenden Menschen mit weiteren ethischen sowie religiösen Fragen, Lebensmittelknappheit, Habgier, Verzweiflung, Schuldgefühlen, der Aufdeckung dunkler Geheimnisse sowie einem rätselhaften Mord konfrontiert. Doch wie soll Lady Anne den inneren Frieden und den Zusammenhalt aufrechterhalten, während die Welt um sie herum im Sterben liegt? Um in Zukunft keine weiteren Videos von mir zu verpassen, wäre mein Tipp, jetzt kostenlos zu abonnieren und daneben die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank! Viele Leserinnen und Leser kennen Minette Walters vermutlich aufgrund ihrer erfolgreichen Kriminalromane. Bereits ihrem Debüt im Eishaus wurde viel Beachtung geschenkt und viele ihrer Romane wurden mit wichtigen Preisen ausgezeichnet. Mit »Die letzte Stunde« versuchte sie sich in ihrem ersten historischen Roman. Für mich persönlich war es das erste Buch der Autorin. Kleiner Funfact: Die Geschehnisse ereignen sich, wie bereits erwähnt, in Dorsetshire beziehungsweise Dorset, wo die Autorin ebenfalls und mittlerweile auch seit längerem mit ihrem Ehemann lebt. Der Roman ist größtenteils sehr atmosphärisch und beschreibt aus meiner Sicht vor allem sehr gelungen die Ohnmacht der damaligen Menschen im Umgang mit der Pest und die Anspannung der Burgbewohner während ihrer Isolation. Hervorzuheben ist ebenfalls, dass die Handlung wechselnde Schwerpunkte umfasst. In einem Abschnitt konzentrieren sich noch alle darauf, sich vor der herannahenden Seuche in Sicherheit zu bringen. Im nächsten wiederum liegt das Augenmerk darauf, die wenigen Vorräte zu organisieren, wenig später einen Mord aufzuklären und zwischendrin auch noch auf Gefahren von außerhalb zu reagieren. Die Leserschaft bekommt also einen interessanten und authentischen Überblick über den Schwarzen Tod und dessen Auswirkungen. Als ansprechend sind auch die Spannungen, aber auch die Zusammenarbeit der auftretenden Personen zu bewerten.
Schließlich müssen in dieser Notlage der Adel, Soldaten und gewöhnliche Bauern Hand in Hand kooperieren. Am überwiegend lobenswerten und flüssig zu lesenden Schreibstil wäre nur die kleine Anmerkung zu machen, dass manche Passagen auch etwas gekürzt funktioniert hätten. Trotz all des Lobes, welches diesem Buch gebührt, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es Walters bei der charismatischen Lady Anne etwas übertrieben hat. Was ich damit meine? Nun, ich bin selbst sehr geschichtlich interessiert und befasse mich viel damit. Allerdings verfüge ich natürlich nicht über das geballte Wissen eines Historikers oder Archäologen. Jedoch wird die Burgherrin in diesem Buch meiner Meinung nach viel zu aufgeklärt, humanistisch und damit unglaubwürdig dargestellt. Sicherlich gab es auch schon Mitte des 14. Jahrhunderts Menschen, die sich nicht ihr komplettes Leben von der Kirche diktieren lassen wollten oder andere Werte und Vorstellungen anzweifelten. Aber Lady Anne scheint ihren Zeitgenossen in zu vielen Ansichten wie Speedy Gonzales meilenweit voraus zu sein. Ach ja, stimmt, die Erklärung dazu ist ja, dass sie eine Erziehung im Kloster genossen habe. Alles klar. Bevor wir gleich zum Fazit kommen, blende ich euch noch schnell die eingangs erwähnten wissenswerten Fakten ein. Wer weiß, vielleicht ist das ein oder andere ja auch dabei, was ihr noch nicht gewusst habt. Wer von euch mal wieder Lust und Laune hat, gedanklich eine Reise in die Zeit des Mittelalters mit Pest, Feudalsystem, Wasserburgen, Raubrittern etc. zu unternehmen, der bekommt mit Die letzte Stunde ein detailliertes, spannendes und faszinierendes Porträt dieser Zeit, in welcher die Menschen damals lebten. Ein Roman mit einer gewissen Endzeitstimmung, aber auch Hoffnung und dem Kampf gegen die Verzweiflung und das Aufgeben. Er ist geeignet für Leserinnen und Leser von Rebecca Gablé und Ken Follett. Und wer von Lady Anne und ihren Gefolgsleuten gerne mehr lesen möchte, dem sei der zweite und finale Band In der Mitte der Nacht empfohlen. Den Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung, über den du es dir nach Hause bestellen und damit auch den Kanal unterstützen kannst. Ich hoffe, dir hat die Buchempfehlung meines ersten historischen Romans gefallen. Zeige es doch gerne mit einem Like, einem Kommentar oder mit einem Klick auf Abonnieren. Von mir aus auch gerne alles zusammen. Da hätte ich nichts dagegen. Herzlichen Dank, dass du vorbeigeschaut hast und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt gesund und stets literaturtrunken.